Hallo Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Heute ist die Little Nord. Nord. Noch. Sorry. Little Nordton dran. Wir schauen sie mal an. Und wir sehen uns an der Enkel, meine Freunde. Bis dann.
Diese Map hier ist auch, ja, hier ein Ecker, meine Freunde. Ja, die Map ist auch sehr gut gestaltet. Auch die einzelnen Gebäude, das alterte, das ist leicht, also das altertümliche leicht, ja, nicht viel groß. Aber auch allgemein das ganze Feeling und so aufgebaut, sehr schön. Auch da die einzelnen Parkplätze, die sind waren lustig. Ding ist auch noch sehr gut, dass die Abgrenzung. Also das ist auch ein dickes Lob von mir. Auch allgemein alles ein bisschen schön gestaltet. Auch die Parkplätze perfekt gestaltet. Also kann ich ehrlich sagen, das ist gut gemacht. Ja. Ja, sonst echt gut gemacht. Also wenn ihr den Unterbruch gemerkt habt, dann tut es mir leid. Und sonst nicht, das ist gut. Musst du kurz auf Toilette. Ja, ja, die Abgrenzung perfekt, alles gut gemacht, den ganzen Touch. Ja, das ganze Aufbau mit diesen Parkplätzen und, das ist echt gut gemacht. Auch alles allgemein, das ist die Abgrenzung, alles schön aufgebaut, alles perfekt, alles ist so stylisch, alles, also, von mir her, das ist was mal was. Das ist mal eine Map. Nicht so die meisten, aber wie gesagt, alle Maps sind irgendwie schön. Aber ja, das ist wirklich eine von diesen Maps, wo schön sind. Auch eine. Gefällt mir, nur mal zu viel, echt viel Speicherplatz fressen sie. Ja. Ja, sonst allgemein sehr schön gemacht. Auch der Hof, das mit diesem kleinen Trecker und alles drum und dran. Es ist schön. Also ich hatte schon, deutsch gesagt, schon schlimmere Maps, wenn ich mich gefragt habe, was spiele ich hier. Ja, also die schlimmste habe ich jetzt Gott sei Dank noch nie gehabt. Aber auch sehr schön gestaltet. Hat mir gefallen. Allgemein auch das ganze Feeling und so, das ist schön. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Ich allgemein finde sie schön. Was haben wir noch? Ja, allgemein auch da ist das ganze Feeling und so schön. Ja. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon diese Map haltet. Folgt mir, abonniert mich bitte. Das würde mich mega freuen, wenn du kein Abonnent bist. Wenn du ein Abonnent bist, aktiviert die Glocke, um nichts weiter mehr zu verpassen. Wenn du. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Das ist mein Titelbild über den Abonnierbutton verlinkt. Dort ist auch mein Zweitkanal verlinkt, Simulator LP. Und sonst schaut, dass ich sonst für Videos gemacht habe. Und ciao, Leute!